Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem verregneten Freitag bei Wild Flowers. Ja, das freut uns, denn dann müssen wir hier nichts gießen. Der Dung ist allerdings auch erst in über einer Stunde fertig. Da brauchen wir uns auch nicht drum zu kümmern. Wir haben keinen Tempotrank mehr, merke ich gerade. Warum nicht? So viel haben wir doch noch gar nicht gemacht. Oder habe ich den genommen, als ich das erste Mal aufgenommen hatte heute? Ich hatte übrigens noch mal einen gemacht, vorsichtshalber, in der letzten Folge, also am Ende der letzten Folge, damit wir da auch noch mal einen in Vorrat haben. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. So, hält noch 4 Tage. Sehr schön. Also, ich weiß nicht, wie viel Holz wir noch haben. Wir haben nicht mehr wirklich viel Holz. Okay. Gartenbeete. Da brauchen wir auch nur Holz für, ne? Weil, ich würde sagen, wir haben jetzt so ein bisschen Grundstock wieder, damit wir uns was leisten können zum Kaufen. Dass wir tatsächlich... Ach so, jetzt sind die Tiere natürlich alle drinnen, klar. Weil es regnet. Die mögen ja den Regen nicht so. Dass wir dann tatsächlich mal schauen werden, dass wir uns hier ein bisschen mehr aufs Holz konzentrieren in dieser Folge. Und weniger auf die Fische, wobei ich sie natürlich auch sehr gerne mitnehmen würde, aber naja. Man kann halt entweder das eine oder das andere machen, beziehungsweise man kann es ein bisschen aufteilen. Ich sag mal, die Hälfte der Energie für Holz und dann vielleicht die andere Hälfte für Fische oder so. Das geht natürlich schon. So, ich fütter die aber vorher nochmal eben, damit ich das nicht vergessen kann. Eieiei. So viele hier drin. 6 Stück kann ich insgesamt machen. Ah, okay. Das wusste ich ja zuletzt nicht. Dann würde ich immer 6 Eier pro Tag bekommen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier ist, ob die Tiere dann auch sterben können, ob die sozusagen ein Haltbarkeitsdatum haben. Oder ob man die halt nur verkaufen kann in dem Sinne. Wobei wir da natürlich nicht viel Gewinn mitmachen. Also wenn man... Achso, das war der andere. Wenn man jetzt mal ausrechnet, wie viel man dann immer als Futter für das einzelne Tier holt. Plus nochmal den Anschaffungswert. Ich glaube, dann kommt man fast auf das raus. Obwohl in dem Moment als Henne kann man die tatsächlich für 600 verkaufen, glaube ich, ne? Naja, gut, doch, da macht man schon einiges an Gewinn mit. Also mit Händen auf jeden Fall. Oh, das sieht schön aus. Alle sind im Hintergrund am Schlafen. So. Dann können wir... Achso, Wolle können wir nicht jeden Tag holen. Schade. Na gut. Muss man mal drauf achten. Also gestern, glaube ich, habe ich Wolle abgeholt von Schneeflöckchen. Schneeflöckchen, das Schaf, was nicht weiß ist. So. Wir bräuchten tatsächlich mehr davon, würde ich sagen. Also die Kuh, die gibt, glaube ich, jeden Tag Milch. Aber das Schaf eben nicht. Ich meine, es ist irgendwo logisch, weil, ne, es muss halt erstmal nachwachsen. Kann natürlich sein, dass das so alle 3 Tage auch ist, wie wenn man die Sachen abpflückt. Das wäre ganz logisch. Genau, lauf einfach mal drunter her. Mutterkuh wird es schon nicht stören. Ich würde eigentlich gerne jetzt eins holen, bin ich ganz ehrlich. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel Geld jetzt wieder verballern. So, Moment. Ich würde gerne nochmal einen hier hinstellen. So. Und auf jeden Fall nochmal ein Gartenbeet hierhin. Ich hoffe, ich habe noch Zucker. Zuckerrohr. Natürlich habe ich kein Zuckerrohr mehr. Müsste ich jetzt noch kaufen. Na gut. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Was ist denn hiermit? Ist der fertig? Ja, der ist fertig, aber ich kann ihn gerade nicht amüsieren. Der Hopfen. So, dann haben wir Orange. Zitrone. Dann haben wir quasi alle 4 Sachen. Mehr haben wir, glaube ich, hier nicht, ne? Ah, nee, Apfel fehlt hier oben.
Ach so, Apfel habe ich jetzt unten reingemacht. Map. Okay, dann mache ich da mal Granatsetzling rein. Das ist jetzt doof, aber ich meine, gut, sortieren kann man die ja später immer noch. Nein, du sollst das nehmen, wo ich dran stehe und nichts anderes. Muss ich die nochmal aufladen? Okay, muss ich nicht aufladen. Kitty hatten wir heute auch noch nicht, oder? Nein, hatten wir noch nicht. Na, schade. Letztes Mal, als sie das gemacht hatte, da hat die nämlich so einen riesen Batzen abgeworfen. Gut, dann heute nicht. Da ist nichts zum Einsammeln. So. Dann schauen wir mal, ist hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann oder ausbuddeln kann? Ja. Hier aber nichts mehr, nee. Okay. Fische beißen, glaube ich, heute sowieso nicht so richtig gut an. Also sprich, kommen sowieso nicht so raus. Nehme ich mal an. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier nochmal eben das Holz mit. Ja, es waren noch zwei. Das habe ich bei dem einen jetzt nur eins bekommen. So, da ist auch nichts. Nehmen wir den noch mit. Dann kann ich zwar jetzt nicht mehr angeln, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich gehe am besten nicht an den Angelstellen vorbei, weil sonst wird es für mich natürlich psychisch sehr schlimm werden. Ah Gott, ich glaube, ich habe jetzt aber nur zwei Stellen zum Buddeln gefunden, ne? Entweder habe ich jetzt eine übersehen oder ich weiß es auch nicht. Da oben war direkt schon was zum Angeln. Nein, 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 da gucken wir jetzt nicht hin. So, Wesley hat geöffnet, sehr schön. Ich brauche Herzen, denke ich zumindest. Sharp. If I give him a book recommendation, the next time I see him, he's finished it and ready to chat. Ja, ist doch schön. Du darfst aber auch gerne mit mir reden. Du darfst natürlich gerne mit uns beiden reden. Aber ich brauche die Herzen eher nicht. Sometimes I see you walking around and I want to shout, "Hey, Hazel! You look so much like how I remember her." Ja, außer, dass ich nicht ganz so schrumpelig bin und kein weißes Haar habe. Aber okay. Nein, ich weiß schon, wie sie das meint. Darum, damit ich da oben nicht wieder hängen bleibe. Das mache ich dann auf dem Rückweg. I live here. But I'm home when I'm in the wilderness, surrounded by my creature friends. Ja. Okay. Schwupps. Zephyr's left the responsibility of governing Ravenwood to me. I enjoy it, but I wonder who will succeed me one day. Wo ich die gerade sehe, ich müsste den Glaskugelzaubertrank noch machen. Die habe ich gefüttert, das ist soweit okay. Mal schauen. Ach so, genau. Ich hatte auch noch einen anderen Trank reingemacht. Aber Glaskugeltrank hier. Kupferessenz und rote Farbe. So, jetzt gucken wir mal eben, dass wir da genug auch für haben. Rote Farbe. Okay, die können wir noch zweimal herstellen. Oh, dafür brauche ich also. Ach so, die muss ich dann mischen. Okay. Ja, das ist gut zu wissen. Nee, Kupferessenz wollte ich nur machen, genau. Kupferessenz, das ist nämlich das, was ich meinte. Achso, man kann nur einmal... Es dauert 4 Stunden, okay. Dann braue ich mir das nämlich schon mal zusammen. Dann muss ich jetzt noch ins Dorf und gehe dann auf dem Rückweg nochmal bei den Fischen vorbei.
I would help you if I could, Natalia. I just don't have any wood to spare in my shop right now. Curse that unreliable fairy. I'll never have enough coal to make it before my next shipment comes. Oh, Tara, any chance you have some spare wood I could burn down into charcoal? I can't keep my forge hot enough without it. Ich hab grad nicht genug, aber ich kann dir welches holen. Moment, bleib hier, bleib hier. Finn's decided he wants to knit Lena's dad a pair of socks. Now, he could use a project, and I'm sure Marcus would love them, but I'm just not keen on introducing Finn to pointy objects right now. Whenever I run into Juliet, I try to say hello. Then the words go poof, and she's gone before I get my mouth open. Okay. Ja gut, dann machen wir das mit dem Holz auf jeden Fall noch. I suggested we mail order our cake, and now Angus is mad at me. But he wants to use buttercream. Fondant is much more elegant. Er hat irgendwie im Moment auch nichts Neues mehr zu sagen. Oh Moment, wen haben wir denn hier? How serious are tick bites? I've kind of got this rash, but I get rashes all the time. Sorry, TMI. Vielleicht ein bisschen zu viel. Das Herz kriegen wir eh nicht hoch hier. You know, the town hall has many interesting artifacts from Fairhaven's history on display. Feel free to view them anytime. So, Schätzchen, hallo. Mother Nature's given me a break today. I've been so busy lately. Ja. Du brauchst eigentlich nur deine Blumen nach draußen zu stellen, dann werden die automatisch gegossen. I became a teacher because I believe that children are our future. Oh, so do you have any kids? No, no way. I mean, not yet. Kids are great. I love kids. Mhm. Aber sie hat mal was anderes gesagt. Ich habe heute den ganzen Tag lang aufgenommen und alle Folgen, die ich aufgenommen habe, hat sie immer was anderes gesagt. Habe ich mit dir schon gesprochen? Ja, habe ich schon. Okay, ich war mir nicht sicher, ob das jetzt nur von der Quest war oder... Ich meine, aber ich bin ihnen danach nochmal hinterhergelaufen. Was sich irgendwie ein bisschen seltsam anhört. Ach, wo kommst du denn her? Moment. I was thinking of asking Kai to teach me how to surf. Oh, really? Well, Kai doesn't swing by the center often, so maybe it's time I meet him where he's at. Ja, wie gesagt, wenn er wirklich surfen lernen möchte, dann wäre das natürlich toll, aber unter den Umständen... Hallo? Hallo? My parents don't have my address, but sometimes I'm still afraid I'll walk into my home and find them in my sitting room. Okay. Gut, ich bin gerade am Überlegen. Heute geht noch rum, aber... Wenn wir dann noch eine Folge später haben, müsste ich rein theoretisch die Dinger rausholen können und dann Seide anfangen können zu machen. Enjoying summer, Shelby? Ah, night skies are clear. That's useful. Useful for what? For looking at the sky. What else? Ja, das erinnert mich dann wieder an Disney. Also Disney Valley, wo ich immer noch nicht weiß, was das mit diesen komischen Sternzeichen eigentlich auf sich hat. Vielleicht hat das ja irgendwas mit dieser komischen... Nee, das war keine Ratte. Mit diesen komischen Eichhörnchen zu tun. Wieso kommt jetzt hier gerade ein Sturm auf? Hallo? Leute, geht's noch? Da möchte man doch lieber irgendwie reingehen, anstatt hier rum... Summer is beautiful, but it means big waves. I've put Kai back together so many times, I've lost count. Like Humpty Dumpty? You said it, not me. Ja, zerbrechlich ist er nicht, aber, ne? Er zieht die Unfälle an, sagen wir es mal so. Achso, das war... Muss ich in die andere Richtung? Dudum, dudum, dudum. Alle sind hier drin, sehr schön. Oh, der hat eine neue Quest. Nee, der will Papier. Nein! Ich wollte das Papier doch bei Kai verkaufen. I never really got American-style diners when I was little. My dad said diners couldn't figure out a good menu, so they just served mediocre everything. But Sophia's diner? It's not like that.
Ach, dann gib mir deine Quest. This isn't right. Hey, Tara! I'm writing a letter to my mom, but I keep messing up and now I'm out of paper. Have any? I think I can get you some. Na, okay, wir brauchen etwas mehr. Na gut, dann müssen wir das herstellen. Okay. Können wir mit dir auch mal reden? So. Bruno turned me on to fishing. I never thought I'd be a fishing sort of woman. So. Achso, wir haben gar keine Fischstäbchen aktuell. Nee, dann müssen wir auch nichts verkaufen. Beziehungsweise dann können wir auch nichts verkaufen. If you ever spot a spare coconut on the beach, I would be totally stoked. I get a little homesick sometimes. Ja, ich habe sehr viele davon. Oh, nochmal Zitronenbäumchen kaufen. Sehr schön. So, dann... Oh, ich kann die Wolle bei ihm verkaufen. Stimmt. Das bringt natürlich viel mehr als Papier. Müssen wir alle verkaufen. Wir sind nah dran, wir sind nah dran. Ich weiß, wir brauchen das Papier auch für den einen Typen. I really love running the shop, but I wish I could mix things up sometimes. There aren't more general things you can sell? If you grow anything I can sell here, I would be happy to buy it from you. Deal. So, vorher müssen wir aber erstmal wieder was kaufen. Vier nochmal dazu. Moment, angeln wir jetzt erstmal nicht. Zuckerrohrsamen würde ich auch nochmal 5 kaufen. Damit wir da dann genug auch anbauen können. Ja. Ja. Okay, wir haben jetzt 12. Vielleicht schaffen wir das noch. Ich meine, das Holz, das können wir ja auch für den nächsten Tag zur Not machen, wenn die dann nicht mehr da sind. Aber das können wir denen, glaube ich, auch so abgeben. Frage ist, habe ich jetzt hier noch Bäume, die ich jetzt in erster Linie wegmachen kann? Nee, ne? Doch, einen noch. Okay, dann würde ich sagen... Limonade. Ich nehme erstmal nur 2. Wenn es regnet, bleiben die lieber im Stall. Aber wenn es gewittert, kommen sie alle raus. Ja, passt. Okay. Es ist schön, dass ich die Aufgabe jetzt bald durch habe, aber ich muss davon Papier machen. Ich muss einmal 10 Papier machen und für ihn würde ich auch gerne nochmal 2, 3. Papiermaschine. Okay, machen wir erstmal nur für ihn, für den einen. Ach, der braucht nur 5. Oh, ups. Hä, wieso denn jetzt 5? Eben braucht der doch 8 oder so. Ach, ich hatte 8, oder? Dann hätte ich dem das ja doch geben können. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Hat die gerade gesagt, ich weiß? So, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die restliche Kraft, die wir noch haben, um noch Holz zu holen. Was aber nicht mehr ausreichen wird. Ja, du sollst... Hallo, du sollst es doch nur aufsammeln. Mehr sollst du doch gar nicht machen. Ja, ich bräuchte noch 10. Das ist zwar jetzt doof, aber dann nehme ich noch eine Limonade. Ich meine, wir haben jetzt bald wieder Wochenende, dann kann ich wieder neue Limonade kaufen. Und wenn mein Zuckervorrat aufgestockt wird und ich endlich mal Zitronen... Ach nee, Vorrat brauche ich nicht. Aber wenn ich dann endlich mal Zitronen ernten kann bei mir, dann kann ich mir auch selber Limonade herstellen. Okay, perfekt. Dann haben wir genug. Ist jetzt noch die Frage, ob wir die jetzt finden. Da oben ist sie nicht, weil sie rennt ja sonst gerne schon mal an uns vorbei und nach da oben. Aber die müsste... Nee, Moment, die ist jetzt nicht arbeiten, ne? Doch, die ist noch arbeiten. Dein Holz, bitteschön.
Hi, Tara. Did you bring the wood? Yep. Here's your wood, Natalia. Will it make enough charcoal? Yes, this should be enough. It'll burn down just before I run completely out of my last batch of coal. Lucky timing. You believe in luck, Tara? Yeah. To tell you the truth, Natalia, I'm starting to believe in all sorts of things I never thought were possible. Me too. Funny, I think it's something about this place. Being here makes me feel like anything could happen. The old babka who held onto my great-grandpa's hammer all those years said, when I picked it up, my luck would get better. I think she was right. After all, I live in this beautiful place now. And I've made such wonderful friends. Like you, Tara. Oh, danke schön, danke schön. Und wir sind beste Freunde geworden, ja. Das heißt, mit ihr muss ich nicht mehr sprechen, es sei denn, sie hat neue Aufträge, ja. Was nicht heißt, dass ich ungern mit ihr rede, aber einfach nur, dann kann man sich das auch sparen. Weil die sagen ja eh immer noch das Gleiche. So, zu ihm müssen wir eigentlich auch gleich nochmal. Die Frage ist, ach, er ist noch hier, sehr gut. Nee, du doch nicht. Ich will den haben, den ich angesprochen habe. Here's your paper, Damon. So, what are you writing your mom about? Thanks. Well, I don't know. I might be telling her about a new friend who's becoming kind of special to me. Oh, Eifersucht vortäuschen. Nein. Nur nette Sachen, hoffe ich. You better only be writing nice things, Damon. Nope. I'm telling her about what a troublemaker you are. Thanks again for the paper. I hope you get to meet my ma someday. She's a really cool lady. Oh, und ich habe ein Getränk bekommen. Er ist jetzt ein enger Freund. Oh, wie schön. Ach, wir können auch noch mal reden? Thomas makes me laugh sometimes. I think the grouchy exterior just hides the teddy bear heart he's got. Okay, hatte ich mit? Doch, mit Kim hatte ich schon gesprochen. Okay, ich dachte gerade schon. So, dann haben wir das erledigt. Dann könnte ich bei dir noch den letzten Rest an Papier verkaufen. Ich mach das mal so schrittchenweise. Nein! So, auf zum Shoppen. Er hat neue Sachen. Er hat einen Granatapfelsetzling wieder dabei. Dann kaufen wir doch nochmal einen. Er hat auch jetzt Schokolade. Seidenraupen, ja. Also ich wollte da noch eins bauen, aber ob ich da jetzt so viele von baue, weiß ich jetzt nicht. Eigentlich müsste ich mehrere bauen, aber, ne? Obwohl, naja, komm, einen kaufen wir noch. Vielleicht setze ich das auch irgendwie so ein bisschen mittig rein. Mit dir haben wir doch schon, ne? Ja, meine ich doch. Mal schnell nachgeguckt, zur Sicherheit. So, ich weiß Tatsache, ich weiß jetzt echt nicht mehr, mit wem ich jetzt befreundet bin und mit wem nicht. So, dann gucken wir hier nochmal. So, die brauchen. Und wenn ich die jetzt hier so mittig irgendwie hinstellen würde, würde das dann sehr... Weil wir brauchen ja noch die Färbestation. Wir können das auch nicht vergrößern, das ist das Problem. Achso, die haben wir ja schon. Stimmt. Dann die Färbestation und die Metallwerkbank. Die zwei Sachen würde ich hier noch reinstellen können. Aber dann das letzte habe ich schon keinen Platz mehr für. Das müsste ich dann schon irgendwie in die Ecke quetschen. Oder, also nicht in die Ecke, sondern mitten im Raum quetschen. Also reinstellen. Muss ich da mal gucken, wie ich das am besten mache. Das ist doof, dass man das nicht nach draußen stellen kann. Ich hätte aber schon gerne noch ein zwei... Achso, Moment, ich wollte mal eben nachgucken, wie teuer die denn sind. Brauchen wir nochmal drei Holz für. Na gut, drei Holz können wir jetzt natürlich nicht holen. Selbst wenn ich ein kleines hier haue, dann geht das nicht direkt kaputt, oder? Oh, doch. Oh, oh. Gerade so drei Holz bekommen. Ja, cool. Das sehe ich jetzt mal als glückliche Fügung an und baue mir davon noch eins. So, wie gesagt, die Frage ist jetzt natürlich, stell das mal so nach links. Das steht zwar jetzt mitten im Raum, ich weiß, aber so,
das jetzt egal, worum man das stellt? Ich denke mal ja, oder? Ich habe keine Ahnung. So. Dann kriegt ihr auch noch mal ein Maulbeerblatt. Bitteschön. So, die brauchen jetzt noch 3 Tage. Und die brauchen 19 Stunden. Also die dürften dann theoretisch morgen fertig sein. Das ist gut. Mehr oder weniger direkt morgen früh. Da habe ich alles erledigt. Da war ich auch drin. Dünger müsste ich gleich mal gucken, ob ich da noch was habe. Jetzt schauen wir mal kurz. Der Trank ist noch nicht fertig. Der braucht noch... Nein, 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 nein. Der braucht noch 6 Stunden. Was ist denn hier unten? Der braucht noch 10 Minuten. Willst du mich mal äppeln? Okay, Kupferessenz. Dann schmeiße ich aber, glaube ich... Nein! Ich bin so ein Idiot. Herstellen. Ich bin so... Ich glaube, ich habe das sogar schon mal herausgefunden und hatte da aber den Honig noch nicht. Ich bin so ein vollkommener Idiot. Wie lange brauchen die? 2 Tage. Och, ich bin so selten dämlich. Ich habe sogar schon extra nachgefragt, wie ich das denn machen soll, wenn ich den Tee brauche. Aber den Tee nicht machen kann in der Jahreszeit. Oh, das ist am nächsten Tag erst. Okay. Ja, ich bin so selten dämlich. Das haben wir jetzt schon öfter festgestellt. Ich würde sagen, ich verabschiede mich dann erstmal für heute. Ich muss mich dringend eine Runde aufs Ohr legen. Ja. Und dann werde ich das unten rausholen können in 2 Tagen. Und dann können wir das endlich, endlich, endlich mit der Zauberprüfung weitermachen. Oh mein Gott. Und ich habe echt gedacht, es ist aber auch keinem von euch aufgefallen, muss ich jetzt auch fairer halber mal sagen. Ich habe immer gedacht, ich müsste diesen blöden Honigtee machen. Mit der, mit dem schwarzen Tee halt drin. Ach, ich muss raus hier. Also, gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao. Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.